jetzt freue ich mich, dass mit Jan Schindelmeister der Gesamtsportverantwortliche hier an Bord ist. Er bringt eine Menge Erfahrung mit, sowohl als Spieler, natürlich nicht in den Ligen ganz oben, aber er hat eben selbst auch aktiv gespielt, er hat einen Trainerschein gemacht, er war als Manager in verschiedenen Bereichen tätig, er ist eine sehr gefestigte Persönlichkeit, er hat auch Dinge außerhalb des Fußballs gemacht, was ja auch zur Abrundung der Fähigkeiten unheimlich hilft. Er bringt eine Menge Leidenschaft für das Thema mit, weil es ist nicht so, dass er seine Bewerbung bei uns eingereicht hat, sondern es ist eher so, dass wir unsere Bewerbung bei ihm eingereicht haben. Und wir glauben, wir haben viele Gespräche geführt, sowohl vom Aufsichtsrat als auch von den Vorstandskollegen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Jan Schindelmeister mit seiner Erfahrung, aber eben auch seiner Persönlichkeit die richtige Ergänzung im Vorstandsteam ist. Und wir damit jetzt, ich sage mal, echt ein Team an Bord haben, was die Themen gemeinsam vorantreibt. Und es gibt halt nur ein Ziel, und das heißt sportlicher Erfolg. Dass das extrem schwierig werden wird, ja, dass wir einige Dinge beim VfB Stuttgart, die in den vergangenen Jahren auch durch die negative sportliche Entwicklung vielleicht etwas verrutscht sind, korrigieren müssen, das kann ja kein Problem sein. Das ist eine völlig normale Entwicklung. Es geht mir persönlich auch nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern nach den Lösungen für die Probleme, die der Club aktuell hat, ihn für die Zukunft auszurichten und zu schauen, dass Sie, aber auch die Menschen, die Sie erreichen mit Ihrer Arbeit, auch wieder Vertrauen haben in die Zukunftsfähigkeit dieses Clubs. Ich habe zwar klare konzeptionelle Vorstellungen, aber ich werde nicht hierher kommen und sagen, ich weiß, wie es geht und alle mir nach. Den Weg müssen wir schon gemeinsam beschreiben. Nur dann haben wir eine gemeinsame Linie, einen roten Faden, und wir können das Gefühl entwickeln, auch bei den Mitarbeitern, dass sie sich an diesem Weg tatsächlich auch beteiligt fühlen und dass sie sich für das Gelingen dieses Weges auch verantwortlich fühlen. In der Zusammenarbeit geht es aktuell darum, so schnell wie möglich einen guten Kader zusammenzustellen, damit der Trainer die Möglichkeit hat, auch ein Team vorzubereiten, das dann auch wettbewerbsfähig ist. Auf Strecke bedeutet das, dass wir nach dem 31.08., wenn die Transferperiode zu Ende ist, diesen Bereich schon auch nochmal genauer angucken müssen, schauen müssen, und das ist der wesentliche Punkt, wie jeder Einzelne, wie jedes einzelne Mitglied dieses Teams seine ganz besonderen Stärken einbringen kann. Da spielen für mich momentan die Visitenkarten und das, was da draufsteht, überhaupt keine Rolle. Mal abgesehen davon, dass es eine Visitenkarte für den Thomas Hitzlsperger ja gar nicht geben kann, ja, weil es diese Form nicht gibt. Das werden wir sehen. Momentan geht es nur um das praktikable Arbeiten und Lösungen zu präsentieren. Danach müssen wir uns dem Gedanken widmen, wie müssen wir uns aufstellen, was brauchen wir, dass wir in Zukunft auch an Strukturen und Menschen innerhalb dieser Strukturen, dass wir beste Voraussetzungen vorfinden, um für den Club die am besten passenden Spieler zu verpflichten. Das ist das Ziel, und von diesem Ziel abgeleitet bauen wir die Strukturen und nicht, weil irgendjemand auf seiner Visitenkarte oder in seinem Vertrag einzelne Elemente stehen hat. Ich habe natürlich nach den Jungs gefragt. Ich kann Ihnen sagen, dass Serie D, die mit großer Wahrscheinlichkeit zurückwechseln wird nach Basel. Das hat unterschiedlichste Aspekte. Der Hauptgrund war, dass er uns gesagt hat, dass er zurück möchte nach Basel aufgrund der Familie, die dort lebt. Bekommt jetzt, glaube ich, noch ein weiteres Kind. Und auch die Gesamtumstände. Und Verein hat sich darauf verständigt, diesem Wunsch zu entsprechen. Bei Insua ist es so, das ist eine Frage, die wir noch lösen müssen. Da muss ich mich jetzt in den nächsten Tagen auch mit unserem Trainer und unserem Team in Ruhe austauschen. Da besteht der Wunsch des Spielers, den Club zu verlassen. Da gibt es auch konkrete Anfragen. Müssen wir mit dem Jungen sprechen und gucken, wenn es konkrete Anfragen gibt, wie die genau aussehen. Bei Kostic ist die Situation so, dass es zwei, mittlerweile drei konkrete Anfragen gibt, aus dem In- und aus dem Ausland. Der Junge gerne wechseln möchte, man diesem Wunsch auch entspricht. Das ist ja auch schon diskutiert worden, da gibt es jetzt auch keine anderen Prozesse, und ich werde dort auch jetzt nicht mehr meinen Einfluss ausüben in eine andere Richtung, das ist zu weit fortgeschritten, und es macht auch Sinn. Da hängt es meines Wissens nur an der Frage, ob man sich im Hinblick auf die Transferentschädigung verständigen kann, und das ist noch nicht erfolgt.